Willkommen zurück bei Dark Souls 3 und wir sind genau da, wo wir auch geredet haben. Ich werde bei dem Spiel, wenn wir mal rasten, ich werde bei dem Spiel nichts schneiden. Also wir werden viele Wege auch doppelt laufen, dreimal, viermal, aber das ist Dark Souls. Ich werde das nicht ausschneiden. Sehr schön. Zweimal, wir erinnern uns, da haben wir uns vorher ein bisschen schwerer getan. Okay, er hat einen Pult. In Ordnung. Oh oh, keine Kondition mehr. Keine Kondition mehr. Alter Verwalter. Jeder Gegner ist da gefährlich. So. Kann man jetzt schon den Estus hernehmen. Und zwar, was haben wir heute vor? Wir werden in das Gebiet gehen, wo ich gesagt habe, das bringt uns noch nicht viel. Da werden wir heute mal anschauen. Mit dem Schwert steigt natürlich das Selbstvertrauen. Na, ich krieg auch mal schlagen. Jawohl. Und weg ist er. Und da traut man sich dann schon in ein bisschen wachsere Gebiete, sage ich jetzt einmal. Wir machen die Gegner natürlich, weil wir brauchen Seelen. Und wir sehen auch, ja, da schmelzen sie wieder dahin, die Gegner, und wir kassieren Seelen ohne Ende. Dass durch die Levelung von Geschick natürlich nicht nur ein Schwert besser wird, sondern auch der Bogen natürlich. Ups, das war zu voreilig. Feuer aus, bitte. Und laufen. Ui, 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 ui. Puh. Wir haben es geschafft. Ich habe gedacht, jetzt kriegen wir uns nochmal. Aber nee, Gott sei Dank nicht. Ihr hättet mich ja zu dem Bonfire da heute teleportieren können. Ich weiß, aber... wir brauchen Seelen, wir wollen relativ schnell, ich möchte eigentlich so Farming-Folgen, möchte die eigentlich nicht präsentieren. Ich möchte schon schauen, dass wir relativ zügig fahren können, aber dann eben solche Wegstrecken doppelt zu machen, bleibt nicht aus, weil wir Seelen brauchen eben. So. Der hat sich jetzt aber selber ins Abseits geschossen, darf ich mal sagen. Wo ist er? Da ist er. Der ist weg, dann kommt der nächste. Oh, gerade und gerade noch der Block. So, und ich habe ja gesagt, in der letzten Folge, da kann man alle gehen. Das werden wir jetzt. Machen wir das oder machen wir das nicht? Nein, noch nicht. Wir müssen uns noch was holen. Ah, kein Timer gestellt. Lucky, du Genie. Aber egal, weil es halt eine Folge mit Überlänge. Hat die sowieso vorgehabt, die Folgen. Na, Kim. Ja, brav. Ja, die mit Rüstungen, die heben drei Schläge aus. Du hast weniger Rüstung an, deswegen stirbst du auch schnell. Ups. Ah, da kann man ja springen auch. Passt. Zieht kein Leben ab. Dann schauen wir nochmal um ein kleines Secret. Das ist nämlich da hinten. Sollte man eigentlich jetzt alles sogar noch ein Item schauen. Nehmen wir das mit. Seele eines Leichnams. Und der da. Ah, verdammt. Haben wir nicht gekriegt. Ich möchte da jetzt auch ehrlich gesagt, der Hund rammt auch da oben. Kann nicht länger verhauen. Komm alle mit dir. Oh, Alter. Das war knapp. Zieht er ab oder bleibt er? Okay, weil ich gesagt habe, wenn er da jetzt blieben war, na, hat man mit Pfeile malträtiert ein bisschen. So, der ist empfehlenswert mit Bogen zu machen.
Ups, da haben wir verdruckt. Genau deswegen. Weil da kommen nämlich noch andere Leute. Was ist mit dir? So. Dann kommen noch andere Leute, ist auch gut. Kommen noch andere Gegner. Er hat uns zwar noch mal erwischt, aber ist nicht so schlimm. Wenn man da gleich eine stürmt, dann kommt der nämlich auch noch. Und dann hast du einen Fernkämpfer hängen plus noch zwei normale Gegner und das kann tödlich enden. So, wir müssen da rein. Okay, der Ritter kommt noch nicht, der kommt aus Sparta dann. Ich bin manchmal ein bisschen ruhig, weil ich mich echt konzentrieren muss. Auch wenn wir im Anfangsgebiet sein. Kleine Titanitscharbe, sehr stark. Da wir haben wir zwei, damit wir unser Schwert aufleveln könnten. So, man hat jetzt den Ritter da vorne gesehen. Oh, der wird wachs. Der wird wachs. Wohin gehst du eigentlich, Kollege? Sehr geil, weil das bringt sehr viel Schaden. Oh, gut, perfekt. 22 bringt er uns. Das gefällt. Da bitte aufpassen, denn da steht gleich einer. Sehr gut, sehr gut. Breitschwert ist 100% schlechter wie ins Rix. Wir schauen uns aber trotzdem an. Er darf sogar mehrere bringen. Da schau her. Aber wir bleiben beim Uchigatana. Das ist einfach für unsere Klasse mega geil, sag ich jetzt einmal. So, dann rammen wir da hinten auf. Da haben wir gedacht, da ist ein Item gelegen, aber. Auf den Balken. Auf den Balken habe ich gemeint. Grüne Blüte. Schauen wir gleich, was die bringt. Wir wollen ja die Items kennenlernen. Grüne Blüte macht beschleunigt vorübergehend Ausdauerregeneration. Ist doch nett. So, weil wir es kennen. Warte, drehen wir den mal ein bisschen. Jawohl. Und der springt alle. Wie sind du für Held? Dann pullen wir den an, oder? Hercher. Und nochmal geht's. Nein, er haut ab. Und läuft wohin? Da drüben. Jetzt kommt er eigentlich. Müsste er eigentlich aufkommen. Wenn der Laufweg so weit ist. Sonst laufen wir ihnen halt entgegen. Ja, da unten ist er. Was, der ist weg. Hat sogar ein Item für uns, sehr stark. Und du, Kollege? Hallo, da bin ich. Mein Gott, nein. Weg. Ich mag da nicht reingehen. Ich möchte ein bisschen anders taktisch vorgehen. Passt. Und zwar möchte ich da den Hund einmal wegpullen da unten. Kann man da durchschießen? Das war ja mega geil. Na, durch ein freies Loch kann man nicht durchschießen. Ist so nicht vorgesehen. Nicht bellen, zu mir kommen. Ja, so ist brav. Gib ihm, Hundi. Oha. Wo ist er denn? Gib ihm. Ey, hallo. Sehr gut. Das sind, wenn man da reingeht, in das Zimmerle, dann kann es sehr schnell passieren, dass man sofort weg ist. Wenn sie sehen, dass die Gegner da relativ viel ausheben. Okay. Puh. Wir müssen unbedingt an unserer Kondition arbeiten. Ah. Jawohl. Jawohl. Ah, schaut. Kriegen wir da. Wir produzieren da jetzt einen Leichenhaufen.
Hallo, da ist die Tür. Da hat der Maurer ein Loch lassen. Komm raus da. Jetzt geh. Er lässt sich nicht anvisieren. Aber jetzt haben wir ihn. Komm her da. Jawohl. Sehr nice. Der ist auch schon wieder weg. Und man sieht die Seelen wachsen. Soll's das denn holen wir uns jetzt da? Wurfmesser, okay. Was haben wir denn da noch? Ah, okay, ich verstehe. Da haben wir die 1-2-Pult. Und jetzt werden wir uns den da noch holen. Jetzt hat der Check, dass da was los ist. Und drittes Mal treffen wir ihn nicht, außer er mag uns und bleibt da stehen. Na, kein Bau verpasst. Geh weiter. Na. Hallo. Ich warte. Das zweite Mal ist nicht gegangen. Schade. Ja. Bisschen Kondition aufbauen wieder. Und weg ist er. Zweitens denke ich, ja super, Locke, da ist ja nichts. Bis auf das eine Item da. Ja, ich werde es euch gleich zeigen. Denn da ist eins versteckt. Kleine Titanitschaube brauchen wir. Können wir unsere Waffen schon wieder sehr geil aufleveln. Und da ist auch noch was. Estusschaube. Das zahlt sich absolut aus da. Und jetzt bitte aufpassen, denn da links bei der Stirnohe ist auch noch ein Item und da versteckt sich ein Hund. Den haben sie noch Servax einbaut da. Und Gefängnisschlüssel. Der wird jetzt wichtig für uns. Und sonst haben wir da nichts mehr. Da war nochmal eine kleine Möglichkeit, den Dicken da unten wegzutun. Aber die Pfeile sparen wir uns jetzt. Und damit man das einmal sieht, wie das funktioniert mit Heimerknochen, nehmen wir den jetzt einfach einmal her. Benutzen. Leuchtfeuer der Letzten rascht. Wir sind da aber nicht aufgegangen beim Ritter. Da machen wir es anders. Feuerbandschrein. Da sind wir schon. Laufen wir jetzt mal mit den Scherben, was wir da haben, zu dem Schmied. Schmied Ander. Schmied Ander laufen wir jetzt einmal. Und tun Waffe verstärken. Und zwar nicht das, sondern das. Wir haben drei Titanitscherben und braucht Nummer 2. Das passt. Wir sehen, die Werte verbessern sich schon sehr stark. Grundschaden von 115 auf 126 und den Bonus, C, Attributsbonus von Geschicklichkeit plus 18 Schaden noch dazu. Also, das ist sehr geil. Danke, Ander. Und wir tun Estus-Flakon verstärken. Estus-Scherbe zum Verstärken des Estus-Flakons benutzen. Ja. Erhöhte Nutzungsanzahl. Das heißt, wir haben jetzt 5. Pretty, be careful. Anstatt 4 Estus Flakons. Dann wollen wir mal Gegenstand verkaufen. Das. Okay, den habt ihr auch schon. Sehr gut. Ich tue ja Gegenstand kaufen. Verkaufen müssen wir. Und dann das Breitschwert weg. Sind nochmal 100 Seelen. Ashen. Welcome home, speak. Und leveln natürlich Then touch wieder. the darkness, take Da nourishment. berührt die Finsternis in mir, ist so geil. Kindischer Hund, Loki, ja, danke. Glück auf 14, man sieht es da unten, ist sehr gut. Das bestimmt, wie viel Glück man eben hat, gute Items zu finden. Wir gehen aber auf Vitalität. Mehr können wir uns nicht leisten. Farewell, Ashen. Und dann gehen wir auf Reise. Untoten Splitter haben wir noch nichts gekriegt. Kein untoten Knochensplitter im Inventar. Okay. Dann reisen wir. Turm auf der Mauer. Da müssen wir jetzt hin. Hohe Mauer von Lothric. Ah, Blutfleck. Da wird schon ein Ritter gepult haben. Und dann wird er draufgegangen sein. Den kann man jetzt auch probieren, aber kackt der Hund ins Feuerzeug, sage ich jetzt einmal. Wir machen den einmal so. Warte, war ja arschknapp vorbei.
Wo ist er? Wo macht er seine Runde? Da drüben. Sehr gut. Ach, gerade und gerade wieder blockt den da. Jetzt hat das zweite Mal nicht geschlagen, geschaut, aber das hat schon passt. Wieder 5 Hofmesser. So, wir könnten jetzt da die Leute reingehen. Jetzt ist es endlich soweit, meine Freunde. Und da ist die Leute. Aber wir machen das anders. Denn wir wissen ja, was da unten ist. Also ich weiß es einmal. Da ist nämlich der Kollege. Und ich glaube, da ist sogar noch einer. Aber wir überraschen den jetzt einfach einmal. Okay. Hat gut funktioniert. Gut, gut. Helle Barde haben wir gekriegt. Da wird aber unser Stärke-Level wieder nicht ausreichen. Was findet man da unten? Diese Türe. Ich habe die auch im Solo-Play, habe die noch nicht aufgekriegt. Aber ich sehe da hinten einen Fahrstuhl. Also irgendwann wird man da sich wieder Abkürzlichkeit schaffen. Aber ich glaube, dass das in einem Gebiet ist, wo ich, wie gesagt, eben auch im Solo-Play noch nicht war. Und jetzt schauen wir mal. Da hat man noch ein Item. Wieder Wurfmesser. Und da haben wir einen Gegner. Das sollte eigentlich kein Problem sein. Oh, die Brandbomben. Den mögen wir gar nicht. Mögen wir gar nicht. Sehr gut. Einen Kettenbrecher. Den haben wir, glaube ich, schon mal gekriegt. Das ist keine Tür. Da kann ich drucken, was ich will. Passiert gar nichts. Und dann kommt man da oben zu dem Dom. Und da ist sonst nichts. Nur der Typ sitzt da rein. Gefängnisschlüssel benutzt. Dann werden wir mit dem mal reden. Ah. You're no jailer, are you? No, no, you're from far away. And judging by the bell, you must be some of that unkindled ash. Remarkable. If that's true, then I have a favor to ask. Below the high wall is a musty little town. Not the home of any lord, just a very old settlement of undead. An old woman, Loretta, lives there. Please, give her this ring. I'm not asking for charity. In fact, if you do this for me, I'll be sure to repay you in kind. I may be a petty thief, but I've more wits than most royalty. What do you say then, huh? Dich, ja, das machen wir schon für ihn. Very well. I humbly place my faith in you. I am Grey Rat of the Undead Settlement, and I promise to assist you. Give this ring to old Loretta at the base of the high wall. Do your part, and I'll do mine. Okay, blauer Tränensteinring, den schauen wir uns gleich an, weil wir haben eh erst einen Ring rein bei uns. Und der erhöht Schadensminderung bei geringem DP, den rüsten wir aus, das ist sehr gut. Das heißt, dass wir weniger Schaden schlucken, wenn wir wenig Trefferpunkte haben, also wenig Leben. Was hat er uns jetzt gesagt? Wir sollen den Ring einer gewissen Loretta geben in der Heimstätte der Untoten, hat er das, glaube ich, betitelt. Werden wir schauen, ob wir die gesuchte Frau finden werden. So, was jetzt? Was war jetzt mit dem da oben? Hat er sich im Tod neu respawned da oben? Wir werden jetzt einfach wieder zum Feuerbandschrein reisen. Denn der NPC, der kleine Dieb, der ist nämlich da. Und was der für uns tut, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob wir ihm zuerst berichten müssen, dass wir das mit der Loretta gemacht haben. Dass er uns den Boni gewährt. Oder ob das gleich vom Anfang an geht, wenn wir ihn sozusagen aus dem Gefängnis befreit haben. Reißen Feuerbandschrein. Und der Kollege, der sollte da irgendwo sitzen jetzt. Jetzt schauen wir mal. Da hockt da drüben der kleine Dieb.
Jetzt schauen wir mal an, was der oh, für uns hello, hat. You're back. And in one piece. Well, now it's time I do my part. Whatever trinket you need, speak up. Just don't ask me where I got them. Gut, bei denen kann man auch Gegenstände kaufen und verkaufen. Jetzt schauen wir mal. Ich möchte jetzt gerade mal einen kleinen, was ist das? Seilfeuerbombe nach hinten werfen, explodiert mit Feuerschaden. Stark. Die Feuerbombe kostet bei ihm 50. Goodbye. Vierte. 50 und bei der Lady kostet die Feuerbombe 100. Also man sieht, er verkauft uns das zum halben Preis. Alles, was er im Angebot hat. Also den Boni hat man sofort. Schnauze, ich bin beim Reden. Also den Boni, den gewährt er sofort, nachdem er ihn aus dem Gefängnis befreit hat. Jetzt möchte ich aber noch kurz was schauen. Gegenstand verkaufen. Für einen Kettenbrecher gibt sie uns 100. Und ob er uns, das war ja voller Mega, einen doppelten Preis gewährt. Oh, hello. And falsch. Na, da gibt uns den gleichen. Okay, aber wir werden in Zukunft bei ihm einkaufen. Goodbye. Werden wir gleich mal schauen. Bla 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 bla. Gegenstand kaufen. Ob er den Pfeile auch hat. Ja. Was ist gewöhnlicher Pfeil? 5. Brandpfeile 100. Der verkauft sie oben aber um 5. Goodbye. And stay safe. Sie verkauft Pfeile um 5 Seelen. Ups. Ja, da ist sie eindeutig billiger. Holzpfeil, gewöhnlicher Pfeil. Physisch Attacke 30. Okay, das ist das allererste Mal, dass man das anschaut bei den zwei. Ich hoffe, das ist nicht zu langweilig für euch. Gegenstand kaufen. Gewöhnlicher Pfeil. Physisch 45, deswegen kostet jetzt bei ihr mehr. Dann decken wir uns mal ein. Mit 110 Pfeilen. Okay. Passt. Und jetzt schauen wir noch bei uns. Fertig! Schauen wir noch bei uns im Inventar. Falsch. Ah, den Langbogen kann man auch verkaufen, aber egal. Gehen wir doch da rein. Da haben wir jetzt Holzpfeil, gewöhnlicher Pfeil. Okay, wenn wir die drei verschießen, dann werden wir daher wechseln. Die Standardbolzen brauchen wir eigentlich auch nicht, aber wir haben ja genug Platz derweil noch und darum ist das kein Problem für uns. So! Der Timer schaut sehr gut aus. Ich habe ja Sparte einschalten erst. Also, werde ich da die Folge beenden. Ich sage wie immer, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe auch, dass eigentlich mein Spielstil, so wie ich es mache, eigentlich gefällt, weil das heißt, mit Informationen möchte ich eigentlich versorgen für das Spiel. War heute wieder eine erfolgreiche Folge, muss ich sagen. Wir haben ihn Deep gleich aus dem ersten Gebiet befreit, gerettet. Ich habe eigentlich gezeigt, wo man einen Schlüssel findet, wie man am besten zu dem Schlüssel kommt. Zwar eine vorsichtige Variante, aber doch. Und wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, Kommentar, Daumen oder sogar Abo da lassen. Und wir sehen uns das nächste Mal bei Dark Souls 3.